Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Janik Schlupp. Janik Schlupp studierte an der ETH in Zürich Agrarökonomie und molekulare Pflanzenzüchtung. Er gilt als einer der Pioniere, wenn es in der Schweiz um die Züchtung von Cannabissorten geht. Der Gründer der PureGene AG leitet in der Funktion des Chief Business Officers im aargauischen Zainingen unter anderem ein hochmodernes Zuchtprogramm, in dessen Rahmen neuartige Cannabissorten erforscht werden. Janik Schlupp, Sie betreiben das Cannabis-Labor im tiefsten Aargau. Das klingt jetzt für mich schon mal sehr geheimnisvoll. Was machen Sie denn dort eigentlich? Sind Sie so eine Art der Walter White vom Fricktal? Das wird jetzt nicht gerade so ausdrücken. Es ist sicher ein entdeckerischer Spirit dahinter, der uns alle dazu bewegt hat, so etwas aufzuziehen. Initial im kleinen Rahmen und dann haben verschiedene Leute drin gespielt und wir uns nachher entschlossen, dass wir auch ein umfassendes Labor aufziehen im Fricktal. Cannabis hat man bis jetzt eigentlich eher als Hippie-Droge gekannt, als Nahrungsergänzungsmittel von Polo Hofer oder von Freddy Hinz. Aber jetzt ist man auf dem besten Weg, dass CBD-Produkte salonfähig werden. Janik Schlupp, was fasziniert Sie denn persönlich am Cannabis? Das Faszinierende am Hanf ist, es ist nicht wie ein Weizen wo einfach, oder Äpfel, der ein paar Inhaltsstoffe produziert, die dominieren, also Zucker oder Stärke oder Eiweiß, sondern es ist eine Pflanze, wo die Inhaltsstoffe 100 verschiedene sein oder 300 verschiedene. Und jeweils einer von diesen Inhaltsstoffen dominiert. Also eine CBD-Blüte hat fast nur CBD drin und noch ein paar Aromastoffe. Eine THC-Blüte die hat fast nur THC drin und noch ein paar Aromastoffe. Das heisst, es ist die gleiche Art, aber der Hauptinhaltsstoff ist komplett verschieden. In der Pflanzenzucht geht es ja darum, dass man verschiedene Eigenschaften von der älteren Sorte kann in den Nachkommen kombinieren. Jetzt nehmen wir mal an, ich will die Blütenhanf mit Inhaltsstoff mit gutem Aroma und tiefem THC-Wert machen. Wie gehen wir da vor? Ich würde uns jetzt als Biotech-Firma bezeichnen, weil wir arbeiten mit riesigen Datenmengen, also das Wissen über das Erbgut der Pflanzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie die Pflanze aussehen. Und erst die Kombination von diesem Wissen erlaubt uns nachher bei den Nachkommen, anstatt 10'000 Pflanzen aufs Feld zu setzen und jede anschauen, welche hat jetzt den ganz, ganz tiefen THC-Wert für Deutschland und noch ein gutes Aromaprofil, können wir schon in den Keimlingen, also den ganz jungen Pflanzen, vorhersagen, welche von diesen 10'000 Pflanzen die Eigenschaften trägt. Das heisst, es ist eine nicht gentechnische Möglichkeit, mit molekularer Pflanzenzucht ganz schnell ans Ziel zu kommen und so neue Sorten zu entwickeln. Und das ist vielleicht auch der Grund, eben, warum wir hier das ganze Labor aufgebaut haben und die ganze wissenschaftliche Plattform über die letzten 3 Jahre. Dürfte jetzt zum Beispiel ein Arzt CBD-THC-Produkt mit einem höheren THC-Wert als 1% verschreiben? Das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, würde ich wagen zu behaupten. In der Schweiz funktionieren Verschreibungen auf Cannabis-Produkte, die hohe THC-Werte aufweisen, weiterhin über Sonderbewilligungen vom Bundesamt für Gesundheit. In anderen Ländern ist es effektiv schon so, zum Beispiel wenn man auf Nordamerika schaut, dass Ärzte Produkte mit erhöhten THC-Werten verschreiben können. Das BAG schätzt ja, dass 66'000 bis 110'000 Menschen sich auf illegalem Weg mit Cannabisprodukten therapieren. Das neue Betäubungsmittelgesetz wird 2022 in Kraft gesetzt. Gibt es denn dort jetzt schon Bestrebungen, dass man versucht, den Schwarzmarkt irgendwie auszurechnen? Ich meine, da geht es ja um ziemlich viel Geld. Also um Geld, das letztlich auch der Staatskasse vorbeigeht. In der Schweiz hat man den Handlungsbedarf erkannt in der Politik. Das Parlament ist im Moment sehr wohlgestimmt gegenüber der ganzen Thematik. Und insofern können wir erwarten, dass es effektiv zum genannten Zeitpunkt massgebende Änderungen wird geben. Erste Entwürfe der Gesetze existieren schon. Die sind öffentlich einsehbar. Und darum wird die Schweiz dort mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Vorreiterrolle einnehmen auf dem europäischen
Markt. Cannabisprodukte, die anstelle von Medikamenten verschrieben werden, können sehr teuer sein. Übernehmen da eigentlich Krankenkassen die Kosten für therapeutisch eingesetztes Cannabis? Grundsätzlich hat Cannabis mit der Palette an interessanten Wirkstoffen und Inhaltsstoffen sehr, sehr vielversprechende Wirkungen in Medizin. Das sieht man immer wieder, was für Forschungsresultate da an den Tag kommen. Und meine Einschätzung wäre, dass sobald die Produkte ausgearbeitet sind und die medizinische Studie ausgeführt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Krankenkassen dort, wie bei anderen Medizinprodukten, werden involviert sein. In New York, in Manhattan zum Beispiel, gibt es CBD-Stores, die allein schon vom Aussehen her high-end sind. Dort hat man also das Gefühl, man sei bei einem Promi-Zahnarzt oder in einer privaten Schönheitsklinik. CBD wird dort professionell als Lifestyle-Produkt vermarktet. Und bei uns haben die Cannabis-Shops doch noch immer irgendwie so ein bisschen den Beigeschmack von Kupferwulle-Bast, von Rauschmittel und Esoterik und manchmal sogar noch Schmuddel. Warum macht man das in der Schweiz nicht auch so wie in Amerika? Mich dünkt, bei uns unternimmt man viel zu wenig, um das Image des Cannabis zu korrigieren. Ich würde es anders ausdrücken. In Amerika, so weit man das kann vergleichen kann, in Amerika haben gewisse Bundesstaaten das schon vor sehr, sehr langer Zeit zugelassen und dort einen Lehreffekt gehabt. Sie haben medizinisches Cannabis vertrieben und dann sind sie weitergegangen auf einen Freizeitgebrauch. Und in der Schweiz ist, wie gesagt, das erst wieder seit ein paar Jahren neu aufgeleistet. Und ein Produkt zuzulassen, ein Produkt über einen breiten Markt reinzubringen, das ist ein langer Weg. Ursprünglich konnte man über Tabakersatz können agieren. Und dann sind die Extrakte gekommen, wo man Zulassungen müssen respektieren. Es sind verschiedene Anforderungen vom Gesetz aus. In der Schweiz wissen wir, haben wir sehr stringente Gesetze, die man berücksichtigt. Und so würde ich nicht sagen, hinkt die Schweiz hinterher. Aber wir haben ein bisschen weniger Zeit gehabt, um das Ganze zu entwickeln. Und wenn wir wiederum den Prozess anschauen, es ist vielleicht langsamer. Aber es ist der sichere Weg. Wenn die Schweiz in 2-3 Jahren auch so weit wird sein, oder vielleicht meinetwegen auch in 4 Jahren, dann wird es gleich aussehen, weil die Branche bewegt sich auch weg von diesem Image. Es sind sehr viele hochprofessionelle Leute, die darunter arbeiten. Auch als Beispiel an uns, wir haben weit über 10 ETH-Absolventen und Doktoranden, die bei uns Genetikforschung betreiben, die bei uns Prozesstechnologie beachten. Und die haben alle auf eine Art eine Faszination für das Cannabis. Sei das wegen der Vielfalt, sei das wegen dem medizinischen Potenzial. Aber der Prozess, der ist, wenn man das anschaut in den letzten Jahren, der ist sehr, sehr schnell am Funktionieren und führt auch auf den richtigen Weg. Wenn man Produktevolution beobachtet von verschiedenen Firmen, sieht man, dass so mehr und mehr Richtung zum Beispiel Lifestyle oder das Medizinische abzielt oder effektiv sich in die Richtung bewegt. Als weltweit erstem Forschungslabor ist es euch ja gelungen, die DNA vom Cannabis zu knacken. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Es ist das Herausfinden von den besten Kombinationen. Wir Menschen, wir haben, auch wenn wir alle Menschen sind, wir sehen sehr verschieden aus. Obschon wir über 99% von unserem Erbgut gleich haben. Also jeder Mensch auf der Welt hat 99% von seiner DNA identisch mit allen anderen Menschen. Und die paar, das eine Prozent, das die Differenz ausmacht, das ist das, was uns Wunder nimmt. Und der genetische Code ist eben genau das Verständnis von der Gesamtheit vom Erbgut, also DNA, wo in der Hanfpflanze vorkommt. Das ist wie ein extrem langer Buchstabenstrang, also wenn man das aufschreiben würde, viele, viele Bücher übereinander gestapelt, wo einfach genetischer Code ist, Buchstaben nach Buchstaben nach Buchstaben. Und das so präzise können zu lesen, wie das in der Pflanze vorliegt, ist eine sehr herausfordernde Arbeit,
In dieser Qualität ist das auch erst seit wenigen Jahren möglich. Und das ist uns jetzt hier in der Gruppe gelungen, den genetischen Code zu knacken. Ich lehre das so bescheid, aber eigentlich ist es ja eine Sensation, die enorme Möglichkeiten eröffnet. Es ist ein sehr, sehr grosser Schritt für Cannabis-Sortentwicklung, Cannabis-Züchtung und das ganze Verständnis, wie diese Eigenschaften vererbt werden und im Endeffekt auch Möglichkeiten, die jetzt erst erfüllt werden können. Also es gibt ein riesiges Potenzial mit dieser Pflanze, wie das weltweit immer wieder aufgezeigt wird. Und dank dem Verständnis von dem Rückgrat, also eben dem, man nennt es Pangenom, das Erbgut, kann man erst sehr zielgerecht neue Sorten entwickeln, die nachher für die spezifischen Anwendungen geeignet sind. Jetzt tun ihr ja einerseits im Labor forschen und andererseits in der lokalen Landwirtschaft anpflanzen. Genau. Wie viele Cannabis-Bauern arbeiten denn jetzt eigentlich für euch? Wir arbeiten jeweils mit Experten zusammen und wenn es um Produktion geht von Kulturpflanzen, dann ist das ganz klar das Ressort der Landwirte. Und da haben wir auch letztes Jahr mit 25 Landwirten zusammengearbeitet, um auf vielen Dutzend Hektar, also 75 Hektar, Cannabis-Biomasse und Blüten zu produzieren. Und so haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, in der gesamten Gruppe jeweils mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die Fachexpertise aufweisen. Und dann ist natürlich schön in der Schweiz, wir haben sehr viele potente Hochschulen. Und was wir hier machen, ist eigentlich eine grosse Lücke aufzuholen, weil der Hanf, der Blütenhanf, war sehr lange illegal gewesen. Und jetzt durch die Gesetzesanpassung mit 1% THC-Limite ist eigentlich der ganze Bereich wieder aufgegangen. Und wir probieren dort jetzt die Hanfpflanzen auf ein Niveau zu züchten, das für die landwirtschaftliche Produktion geeignet ist, das für die grossflächige Innenproduktion geeignet ist. Das sind Pflanzen, die stabiler sind, also das heisst bezüglich Wind stabiler, aber natürlich auch, dass jede Pflanze auf dem Feld identisch ist. Das sind Pflanzen, die gute Erträge liefern und nicht krankheitsanfällig sind. Weil alles das ist in den letzten Jahren von der Prohibition vernachlässigt worden. Und wir tun das jetzt mit den neuesten Techniken wieder aufgleisen. Und das Geniale ist, dass es ein Produkt ist, das nicht genmanipuliert ist. Genau. Es ist eine klassische Züchtung. Das heisst, weiterhin nehmen wir die spannendsten Eltern und sagen wir viel Ertrag, gute Aromastoffe und die verkreuzen, damit nachher ein Kunde auf uns zukommen kann, der interessiert ist an einer Sorte mit ganz, ganz spezifischen Inhaltsstoffen. Und dann sind wir sehr, sehr schnell im Zusammenziehen der richtigen Eltern, die zu kreuzen und Nachkommen auszuwählen. Und ein wichtiger Punkt dort, warum dass wir den genetischen Code des Cannabis haben entschlüsselt und knackt. Dank dem haben wir jetzt ein Assistenztool. Und der Assistent ist eine riesige Datenbank, ein riesiges Wissen, welche Teile von dieser DNA stehen für welche Eigenschaft. Und dann, wenn wir eine Pflanze wollen, die sagen wir, ganz, ganz violett ist, sehr schnell wächst und CBD beinhaltet, dann nehmen wir die entsprechenden Eltern, verkreuzen die, also ganz klassische Kreuzung, Männchen, Weibchen, und von den Nachkommen können wir dank dem Wissen von DNA vorhersagen, Pflanze Nummer 5020 ist die richtige Kombination an Eigenschaften hat. Und wir können schon vorhersagen, die Pflanze, die wird, wenn sie mal gross ist und stark, genau diese Eigenschaften aufweisen. Man kann also sagen, ihr seid echte Pionier. Ihr dürft es sagen, ich selber möchte uns nicht selber loben, aber effektiv haben wir dort als eine der ersten Firmen hier in der Schweiz angefangen, dass wir CBD-Hanf produziert haben. Und dann natürlich, wie es so funktioniert in einem jungen Unternehmen mit einem dynamischen Team, hat man sich einfach fokussieren auf viele, viele verschiedene Standbein von der damals noch Pure Production Firma,
hat nachher auch eine Holding gegründet aufgrund von der internationalen Aktivität. Und was zuerst nur Tabakersatz war, also Hanfblüten, hat sich weiterentwickelt zu einer Gruppe, die von Hanfblüten über Extrakte, über vorformulierte Produkte, Reinstoffe, die im Angebot sind, bis hin zu der Genetik, also Saatgut, das man lizenziert, eigentlich die ganze Palette der Cannabis-Industrie abdeckt und anbietet. Und so sind wir effektiv eine der grösseren Gruppen in Europa, die sich in den letzten Jahren etablieren konnte. Und wir werden weiterhin, so viel es geht, unsere Produktepalette erweitern, präzisieren und neue Sachen in Angriff nehmen. Das stelle ich mir als sehr anspruchsvoll vor. Wie geht denn das jetzt so mit so einem Bewilligungsverfahren? Effektiv, vor 3 Jahren ist, wenn mal das Produkt bekannt war, eine Lancierung sehr schnell vonstatten gegangen. Und mittlerweile geht es von der Produktidee bis zur Lancierung effektiv ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, bis man das auf den Markt bringen kann, alle Regulatorien beachten. Wir sind im internationalen Markt tätig. Also wir haben verschiedene Ableger in der Schweiz, wie auch in Luxemburg, in der UK. Und die Gesetze ändern sich relativ schnell. Und ich würde sagen, ein Drittel von unserer Tätigkeit ist einfach zu evaluieren, wie sieht es rechtlich aus. Und effektiv ist das ein grosser Teil von unserer Aktivität, von unserem Tagesgeschäft. Also interessant dünkt mich ja, dass ihr legal THC-Sorten in die Schweiz importiert. Ich habe gedacht, ihr dürft die selber herstellen. Warum müssen sie dann importieren? Wir haben also bis anhin ohne THC-Sorten geschafft. Also all unsere Tätigkeit hat mit CBD-Sorten zu tun, mit CBG-Sorten zu tun und einfach allen Sorten, die das 1% erfüllen. Aber schon vor 1,5 Jahren haben wir eine 180-seitige oder noch längere Bewilligung eingereicht beim Bundesamt für Gesundheit für eine Sonderbewilligung, dass wir dürfen an der Hanfpflanze mit erhöhten THC-Werten forschen. Mittlerweile halten wir in Gruppe 4 THC-Sonderbewilligungen. Ein Teil ist auch in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit geschehen, wo wir dürfen einerseits mit THC-reichen Pflanzen Sortenentwicklung vorantreiben. Wir züchten weiterhin Sorten mit tiefem THC-Wert, aber die mit hohem THC-Wert haben natürlich sehr, sehr spannende Inhaltsstoffe drin, die wir auch verwenden können und spannende Eigenschaften. Und andere Bewilligungen, und das ist auch noch der Grund, wieso wir die Sämne importiert haben, sind sogenannte Anbauversuche, die man in der Schweiz im Biolandbau und das von aussen schaut, wie gut lassen sich THC-haltige Sorten in der Schweiz unter Biolandbau produzieren, um zu evaluieren, wie man in der Schweiz weiterfahren will mit dem Regulationsmodell. Und da sind wir effektiv eine der wenigen Firmen in der Schweiz, die auf einer beachtlichen Fläche im Aussenanbau THC-Sorten kultivieren, alle Daten erfassen und dann in Absprache mit dem Bundesamt für Gesundheit nächstes Jahr werden weiterfahren damit. Was würden Sie sagen, wo befindet ihr euch denn jetzt auf dem Weltmarkt? Es gibt immens viele Firmen, die neue Wildpilze aus dem Boden schiessen, die so wieder verschwinden. Es gibt definitiv auch andere Firmen, die ähnliche Tätigkeiten verfolgen wie wir. Aber ich würde uns jetzt als eine von der Vorreiterfirmen bezeichnen im europäischen Markt. Der amerikanische Markt einzuschätzen ist immens schwierig. Der Grund ist, dass wir über Amerika reden, weil Amerika ist effektiv ein Markt, der viel im Laufen ist. Also Kanada wie auch die USA. Und insofern, es gibt sicher viele andere Firmen, die Ähnliches verfolgen. Es gibt noch ein paar Firmen, die auch sehr erfolgreich sind mit diesen Absichten. Aber ich würde sagen, wir befinden uns in einer guten Situation, dank unserem Team, dank der vielen Arbeiten, Überstunden und allem, haben wir doch etwas aufbauen können, wo wir, glaube ich, stolz drauf sein können. Jetzt haben wir gerade vor kurzem positive Resultate aus Forschungsstudien gesehen, die darauf hindeuten, dass CBD bei der Bekämpfung von Covid-19 helfen könnte.
Ja, die Studien sind uns bekannt und das sind sehr namhafte Forscher, die sich dort beteiligt haben. Um vielleicht auf das Beispiel eben einzugehen, Cannabis ist effektiv eine Kulturpflanze, die man für viele verschiedene Anwendungen einsetzen kann, inklusive gemäss den Studien auch sei das eine Linderung oder eine Verbesserung vom Verlauf von einer Corona-Infektion. Was wir dort beabsichtigen würden, jetzt nicht spezifisch auf das Corona, ist eben, dass wir Sorten züchten können, die nachher genau die Inhaltsstoffe, die den Patienten helfen, beinhalten. Aber die Studien die gehen ganz stark ins Medizinische über. Und wir wären nachher dort echt assistierend tätig, um ihnen die Sorten zur Verfügung zu stellen, um solche Studien ausführen können. Und es ist natürlich erfreulich, wenn jedes Hilfsmittel, jedes Medikament, das gegen die Pandemie helfen kann, heissen wir, glaube ich, alle sehr, sehr willkommen. Lebe ich dann mit CBD länger gesünder als ohne oder ist CBD ein reines Mittel zur Symptombekämpfung? Wir sehen bei den Leuten, die es zu sich nehmen, was das für Verbesserungen bewirkt. Auch in der Familie kann ich das sehr gut beobachten. Und darum effektiv, es hilft sicher, die Lebensqualität zu steigern. Es ist erfreulich, wie gross die Resonanz war, die wir hier eröffnet haben und Tag der offenen Tür hatten. Die Leute konnten hineinschauen, uns befragen und ihre positiven Berichte abgeben, wie es geholfen hat, sie besser schlafen, andere Leiden mindert. Und darum, was es genau ist, besser leben, länger leben, das kann ich euch nicht sagen, aber definitiv, es hat positive Effekte. Ja, also zur Bekämpfung von Symptomen, wie jetzt zum Beispiel Schmerzen, Schlaflosigkeit etc., kann es ja Wunder wirken, aber könnte ich es auch einfach präventiv jeden Tag einnehmen? Macht das Sinn? Ich habe von beidem gehört. Einerseits wegen akuten Symptomen, andererseits einfach, weil es die Lebensqualität verbessert. Auch jemand, der das Gefühl hat, er schläft sehr gut, kann sein, dass sie mit CBD noch besser schlafen. Und abschließend kann ich euch die Frage nicht beantworten, aber es ist definitiv das Molekül und das CBD wie auch viel weitere aus dem Hand von weiter müssen untersucht werden und gleichzeitig sammeln die Leute Erfahrungen, empfehlen das weiter und es ist sehr erfreulich zu sehen, was es bewirkt. Eure Frage, das ist so ein bisschen wieder tun und eine Frage, wahrscheinlich beides. Könnte CBD dann eines Tages zu einem ganz wichtigen Faktor von der Gesundheit von der Zukunft werden? Das ist eine Behauptung, die ich nicht verneinen möchte, negativ ausgedrückt, und selber bin ich überzeugt, dass das der Fall wird sein. Ja. Das Spannende an dieser Pflanze ist, nicht nur den Einzelstoff zu betrachten, sondern auch die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Komponenten. Und dort ist die Situation, wo eigentlich so ein bisschen die Magie vom Hanf entsteht. Zum Beispiel gibt es Inhaltsstoffe im Cannabis, die aktiv, also wirklich ausprägt, appetitzügelnd wirken. Und dann, je nachdem, in welcher Kombination dass die vorkommen mit gewissen Aromastoffen, könnte es effektiv als Produkt, als Medizinalprodukt, die Möglichkeit haben, in Zukunft ein natürliches Diätmittel zu sein. Und so muss man den Hanf eigentlich als ganzheitliches anschauen. Es gibt einzelne Wirkstoffe, die extrem spannend sind, bezüglich entzündungshemmender Wirkung, Studienberichte von Schlafförderung, von Schmerzstillen und dann Parkinson, Epilepsie, wo es sogar zugelassene Medikamente gibt. Und dann ist es eben die umfassende Palette von der Interaktion von Wirkstoffen, die nachher sehr, sehr starke Wirkungen kann haben und so unter Umständen auch Medikamentenpaletten kann ergänzen oder einzelne Medikamente ersetzen. Als Beispiel, es ist auch ein Inhaltsstoff gefunden worden im Cannabis, der die gleiche Wirkung aufweist wie der Hauptinhaltsstoff von Aspirin, nur um ein Mehrfaches stärker. Und der Stoff, der liegt jetzt in sehr, sehr tiefen Konzentration vor im Cannabis.
Und was wir uns hier zum Beispiel auf die Fahne geschrieben haben, ist, den Stoff hochzuzüchten in der Sorte, in einer neuen Cannabis-Sorte, über mehrere Generationen, damit man nachher den Inhaltsstoff, der entzündungshemmend wirkt und schmerzstillend ist, gemäss den Studien, viel effizienter kann extrahieren und in Zukunft verwenden. Jetzt haben wir vor allem von CBD, THC geredet. Welche sind denn noch weitere Cannabinoide? Genau, also ich könnte euch jetzt eine Liste von 100 Cannabinoiden aufzählen, mache es aber, glaube ich, ein bisschen einfacher. Bezüglich der spannenden Inhaltsstoffe, es gibt CBG, Cannabigerol, das ist ein weiterer Inhaltsstoff, den die Pflanze synthetisiert. Und das ist eigentlich das Muttercannabinoid aus CBG, tut nachher eine Pflanze entweder CBD oder THC synthetisieren. Oder aber das Endprodukt in der Blüte ist das CBG. Und dieser Komponente wird nachher gesagt, dass es, wie auch CBD, entzündungshemmende Wirkung hat, kann schmerzstillend wirken, ist aber nicht beruhigend. Und das heisst, es ist eigentlich auf der anderen Seite des Spektrums ein leicht aktivierender Inhaltsstoff. Und dann ein sehr spannender Inhaltsstoff ist das THCV, das wir schon kurz davor hatten. Das THCV ist ein Varin. Das ist ein kleiner Unterschied in der Molekülstruktur. Und das ist auch nicht stark psychoaktiv, hat aber effektiv eben die appetitzügelnde Wirkung, wo, wenn man die Märkte anschaut und so gewissen Bedarf an neuen Produkten, sehr, sehr spannender Inhaltsstoff wird sein. Und dort sind wir auch schon in der Forschung sehr weit fortgeschritten, dass wir Sorten können züchten können, die zum Beispiel das THCV beinhalten. Das CBG, das Sie gerade erwähnt haben, das gehört mir ja immer öfter im Zusammenhang mit Anti-Aging und Kosmetik. Es ist somit also ein Produkt, das lifestyle-mässig voll im Trend ist, oder? Absolut, absolut. Es ist genau ein Inhaltsstoff, der in der kosmetischen Anwendung sehr grosse Verwendung findet, weil es also topisch auf der Haut sehr gute Wirkung entfaltet. Also CBG hat man auch nachweisen, dass der Inhaltsstoff antibakteriell wirkt und so auch zum Beispiel das Hautbild effektiv verbessern könnte. Und so wird es bei jedem Inhaltsstoff sein, den man dank der richtigen Sorte effizient kann gewinnen kann, dass man dort wieder viele, viele spannende Wirkungen wird entdecken. Jetzt haben Sie 10 hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher in Ihrem Team. Tun die dann die Produkte, die Sie beforschen, auch fleissig konsumieren oder forschen die Forscher nur auf dem Papier? Ja, es ist effektiv sehr viel, nicht nur Papierforschung, sondern auch, wir arbeiten mit den Pflanzen, wir sind auf den Feldern. Auch die Laborarbeit ist nicht nur aufschreiben, sondern man hantiert mit Proben, man extrahiert DNA. Aber effektiv, es gibt viel in der Firma und wahrscheinlich noch deutlich mehr Familienmitglieder, die unsere Produkte auch konsumieren. Tun Sie es auch rauchen? Könnten Sie. Persönlich, ich bin Nichtraucher. Und es ist eine Präferenzfrage. Also ist das mehr eine Aufgabe der Marketingleute? Das sagen dir. Der Cannabis-Forscher, Chief Business Officer und Gründer von der Purgene AG, der Yannick Schlupp. Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanitas Health Forecast. Und den gibt's überall, wo es gute Bücher gibt.